Wenn dein Leben am Arsch ist, dann kann der Himmel so blau sein, wie er will. Hi! Ich bin Mathilda. Hi! Wieso halten wir uns eigentlich immer für unsterblich, wo wir genau wissen, dass es so nicht ist? Weißt du, was ich glaube, Mila? Ja. Ich glaube, du bist selber ein Stöpsel. Ja, glaube ich nicht wissen. Ich weiß auch nicht, aber es fühlt sich auf einmal alles so leicht an. Warum verhalte ich mich jetzt mal wie ein Kleinkind, sobald Alex irgendwo auftaucht? Kann ich vielleicht deine Handynummer haben? Was ist das? Protest Art. Hab ich recht? Oh, das ist doch nur ein Vogel. Ich mag Vögel halt lieber lebendig. Ich will leben, verstehst du? Ich will so was aus meinem Leben machen. Ich will es so richtig spüren. Ich auch, ja. Hört ihr das hier, Zombies? Hört ihr das? Hier ist meine Hand. Hey, Hans, es war schön heute, wirklich. Aber ich kann dich jetzt eine Weile nicht sehen. Als erstes bist du verliebt in Mathilde. Zweitens, habt ihr zwei schon miteinander geschlafen? Man könnte jetzt denken, schlimmer kann es gar nicht mehr werden, wurde es aber. Sie hat mich gebissen. Wenn die Dinge nicht von alleine passieren, dann muss man eben dafür sorgen, dass sie passieren. Es ist also egal, woher jemand kommt, wie er oder sie aussieht, welche Sprache er oder sie spricht, arm oder reich, schwarz oder weiß, dick oder dünn, schlau oder dumm, wir alle sind Menschen und als Menschen sind wir gleich.